Mein heutiger Gast ist auf den Hund gekommen, kann man wirklich so sagen. Und zwar nicht nur im Privaten, sondern auch im Beruflichen lässt sie sich von ihren Vierbeinern unterstützen. Hallo und ganz herzlich willkommen, Susanne Leumer. Hallo. Hallo. Sie sind Ergotherapeutin, arbeiten dabei aber auch mit diesen Zweien hier, mit Mika war das und wie heißt der andere? Kenai. Kenai, genau. Mika und Kenai, das sind ihre beiden Vierbeiner, die sie heute mitgebracht haben. Mit denen arbeiten sie auch zusammen. Genau. Vielleicht fangen wir mal ein bisschen grundlegender an. Was ist denn überhaupt Ergotherapie? Ja, Ergotherapie erkläre ich immer gerne damit im Vergleich zu Physiotherapie und Logopädie. Nehmen wir einen Schlaganfallpatienten. Die Logopäden sorgen sich meist um die Sprache. Die Physiotherapeuten sind so für grob die Motorik zuständig. Und die Ergotherapeuten schauen, inwiefern der Schlaganfallpatient in seinem Alltag eingeschränkt ist. Das heißt, meistens haben die ja, weiß ich nicht, zum Beispiel Einschränkungen in der Armfunktion. Und wenn die dann zum Beispiel selber nicht mehr trinken können, schauen wir, wie wir die Funktion wieder verbessern können, mit durch Hilfsmittel vielleicht auch. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, die man da machen kann. Genau, Hilfsmittel, da kommen wir dann direkt auf den Hund. Die zwei, die hier vor uns liegen, die helfen dabei. Wie genau können denn Tiere jetzt bei der Ergotherapie oder bei der tiergestützten Therapie, heißt es, wie können die da helfen? Das ist ganz unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel in Altenheimen unterwegs und da ist es so, dass die Menschen früher Hunde hatten. Und im Altenheim können sie die nicht mehr halten. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Stück weit ein Zuhausegefühl. Wenn ich mit den Hunden komme, die erinnern sich an früher. Es wird oft dann so ein bisschen Richtung Gedächtnistraining. Dann reden wir über früher, wie waren das mit den Hunden. Und so ein Motivationsfaktor spielt eine ganz große Rolle. Es gibt oft Leute, die ich nicht als Therapeut alleine greifen kann. Und die Hunde kitzeln irgendwas in den Menschen wach. Also es ist natürlich auch wichtig, dass die Hunde nett finden und gut finden. Wenn die jetzt Angst haben, ist natürlich schwierig, aber sonst ist es halt echt ein Motivationsfaktor, der da eine Rolle spielt, wenn man die mitbringt. Sie haben jetzt gerade Beispiele genannt, also im Altenheim ältere Menschen oder auch Schlaganfallpatienten werden von Ihnen behandelt. An wen richtet sich das noch? Welches Spektrum umfasst Ihre Therapie alles? Ganz unterschiedlich auch noch. Wir gehen zum Beispiel ins Kinderhospiz und da dienen die halt auch so ein bisschen Sinneswahrnehmung für die Kinder, so ein bisschen Interaktion, ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Dann habe ich aber auch Klienten, die Angst vor Hunden haben, das heißt Hundephobie, versuchen wir durch die Hilfe, durch mein therapeutisches Wissen langsam daran zu führen. Dann bringe ich die Hunde auch mit, beziehungsweise immer nur einen Hund, sodass man Stück für Stück die so ein bisschen konfrontationstherapiemäßig dann mit den Hunden mitarbeitet. Ja, und sonst im Altenheim, wir machen Hausbesuche, wir haben Schulprojekte schon gemacht zum Thema Hund. Es ist sehr vielseitig, wie man die einsetzen kann, eigentlich überall. Welche Wirkung haben denn dann die Hunde in so einer Therapiesitzung? Also da gibt es ja sogar Studien, die das belegen. Was kann man da nennen? Ja, physisch gibt es Untersuchungen, na klar auch psychisch. Es gibt, wenn ich jetzt an eine alte Dame denke im Altenheim, die hat keinerlei Mimik mehr gehabt, Gestik, total in sich gekehrt, auch so wirklich in sich zusammengefallen. Und ich bin mit dem Hund gekommen, das erste Mal in das Altenheim und sie hat den Hund gesehen und hat halt wirklich aufgeblüht, hat gelächelt, hat wirklich mal, war nicht in sich gekehrt, sondern hat auch wirklich mal so ein bisschen Richtung Interaktion mit dem Hund und hat dann eben auch gesprochen. Zwar nicht viel, aber schon ein bisschen und das ist halt schon faszinierend, wenn man sowas sieht. Und ja, Studien erweisen, dass einfach nur, wenn die dabei sind, dass das Klima so anders wird, dass der Blutdruck ein bisschen sich senkt, dass man ruhiger wird. Hunde werden zum Beispiel auch in Schulen eingesetzt. Da ist es dann so, dass die Klasse von dem Zusammenhalt ganz anders wird. Die halten sich mehr an Regeln, der Hund ist dabei und ganz unterschiedlich und vielseitig. Ja, also es klingt auf jeden Fall so, als würde man tatsächlich ganz tolle Sachen erreichen können mit so einer Therapie, bei der die Hunde auch dabei sind. Ein super spannendes Thema, darüber würde ich gleich sehr gerne mit Ihnen noch weiterreden. Wir machen an dieser Stelle erstmal eine ganz kurze Pause, aber gleich gibt es noch mehr von hier den beiden Hunden und von Susanne Leumer. Bis gleich. Made in Leverkusen wird Ihnen präsentiert von Chempark, Europas Chemiepark. Made in Leverkusen wird Ihnen präsentiert von Chempark,
Europas Chemiepark. Willkommen zurück zu Made in Leverkusen. Und nach wie vor auch im zweiten Teil ist mein Gast hier im Studio, Susanne Leumer. Hallo noch einmal mit ihren beiden Hunden, Mika und Kenai, die hier immer noch ganz brav eigentlich vor uns liegen. Die halten ja wirklich sehr lange, sehr still und sind auch sehr auf sie fixiert. Sie gucken die ganze Zeit eigentlich nur zu ihnen. Ja. Was macht denn so ein Therapiehund eigentlich aus? Ja, ein Therapiehund sollte wesensfest sein und vor allem gesund. Er wird ganz oft dem Tierarzt vorgestellt, um zu schauen, ob er gesund ist, weil man halt eben auch mit Menschen arbeitet. Sonst macht ein Therapiehund aus, dass er, will to please, nennt man das zum Beispiel bei den Aussies, ist es halt so, die wollen arbeiten. Das ist halt schon so. Die sollten halt jetzt nicht unbedingt eine Schlaftablette sein, die sollen motivierbar sein. Leckerchen sind auch eine große Rolle, spielen eine große Rolle, dass die Klienten eben auch den Leckerchen geben können und dass sie da auch gerne was machen für. Also ein bisschen verfressen dürfen sie schon sein? Dürfen schon sein, ja. Das wäre ganz gut, ja. Sie haben jetzt gerade gesagt, Aussies sind das. Welche Rasse? Australian Shepherds. Australian Shepherds heißt es ausgesprochen. Muss das eine bestimmte Rasse an Hund sein für einen Therapiehund? Das, die Frage kriege ich oft gestellt. Ich finde es relativ schwierig. Im Prinzip kann es jeder Hund machen, ob ein reinrassiger Hund oder ein Mischling. Wichtig ist für mich jetzt persönlich, dass die Mensch-Hund-Beziehung stimmt. Und alles andere muss man halt schauen. Holt man sich einen Welpen, holt man sich einen Erwachsenenhund? Die Ausbildung ist wichtig und alles andere. Ja, ich denke, man muss halt schauen, wenn man jetzt einen schwarzen großen Hund holt, ist es halt oft so, dass Menschen ein bisschen zurückhaltender sind. Wenn man hellere Hunde holt, die ein bisschen kleiner sind, dann ist die Distanz nicht so groß. Also das merke ich auch bei meinen Hunden. Und sonst halt kleine, große Hunde. Kleine Hunde kann man gut im Bett lagern, bei bettlägerischen Menschen. Große Hunde bei einer bestimmten Höhe, wenn man Klienten hat, die im Rollstuhl sitzt, kann halt schöner den Hund auch mal streicheln oder was anreichen. Also es hat alles sein Für und Wider. Mhm. Und auch bei Rassen im Prinzip jede Rasse. Man muss halt gucken, wie der Hund sich entwickelt, auch nach der Ausbildung, welche Vorzüge, mit welchen Klientel er lieber arbeitet. Es gibt Hunde, die mögen dann vielleicht nicht mit Kindern arbeiten oder mit behinderten Menschen, die so abrupte Bewegungen machen. Und ja, da muss man halt drauf achten. Ob er sich als Therapiehund eignet, merkt man wahrscheinlich dann relativ schnell. Wenn es denn soweit ist und er fertig ausgebildeter Therapiehund ist, wie sieht es aus mit der Bezahlung? Übernimmt die Krankenkasse eine solche Therapie? Weil Ergotherapie wird ja schon übernommen. Genau. Nein, wird es leider nicht bezahlt. Es ist so, dass das im Prinzip ein Material ist bei der Ergotherapie. Es hört sich immer gruselig an, aber die Hunde sind mein Material. Und es wird nicht übernommen von der Kasse, aber da spielt auch eine ganz große Rolle, dass in Deutschland so ist, dass es keine einheitliche Norm dafür gibt. Im Prinzip kann jeder, der einen Hund hat, seinen Hund Therapiehund nennen. Und die Kassen sind manchmal auch ein bisschen negativ gegenüber eingestimmt, weil es halt auch einfach jeder macht, jeder Laie macht und da einfach wissenschaftlich noch nicht viel hintersteckt, wenn man als Laie einen Hund einfach einsetzt. Man kann also seinen Hund einfach Therapiehund nennen, man kann ihn aber auch tatsächlich ausbilden und zertifizieren lassen. Ja. Wie sieht so eine Ausbildung aus? Es gibt in Deutschland ganz viele Institutionen, wo man die Ausbildung machen kann. Es gibt ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Manche wollen, dass der Hund erst mal mindestens 2 Jahre alt ist. Manchen ist es egaler. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel mit meinen Hunden angefangen, wo sie 4, 5 Monate alt waren. Und die Ausbildung endet nie. Die lernen immer noch dazu. Wir arbeiten mit Menschen. Das heißt, die sind auch immer unterschiedlich vom Charakter her. Die Menschen, mit denen wir arbeiten, das merken die Hunde. Und es ist so, dass es gibt ISAT und ESAT. Das ist halt eine Organisation, die in der Schweiz gegründet wurde und 2006. Und die haben bestimmte Richtlinien. Und da sollte man darauf achten, meiner Meinung nach, wenn man in Deutschland fundiert wirklich arbeiten möchte, eine Institution zu suchen, die nach diesen Normen arbeitet. Nach diesen ISAT oder ESAT-Normen. Wenn die Hunde dann ausgebildet sind und als Schnaubler gerade, es wird sehr langweilig, glaube ich, für die zwei. Deswegen wollte ich gerade überleiten. Sie haben uns was mitgebracht. Ja. Ein Futterrohr heißt das. Genau. Die zwei reagieren da sofort drauf. Ja. Deswegen sprechen wir ganz kurz drüber, bevor sie es rausholen. Was ist das? Was macht man damit? Also das Rohr, ich nutze es in der Therapie oft zu Beginn.
Ja. Sie merken es schon. Er weiß schon eigentlich, er kann Gedanken lesen, ein Stück weit. Das ist so eine Art Rohr, das werden Sie gleich sehen. Da kann man ein Leckerchen durchwerfen. Es ist bei Kindern oder auch bei Erwachsenen, die halt nicht unbedingt wollen, dass die Hunde aus der Hand fressen, weil wegen könnte ja Sabber drüber kommen. Oder auch ich, wenn jetzt Klienten sehr distanzlos sind. Und dann halte ich die eher ein bisschen auf Distanz mit dem Futterrohr und das können Sie mal gerne ausprobieren. Und damit beginnt dann die Therapiesitzung. Genau. Dann probieren wir das doch jetzt mal gerade aus. So ein Ritual im Prinzip. Genau. Bleiben. Gib's mal rüber. Bleiben. Genau. Ich nehme das mal. Vielen Dank. Muss ich jetzt irgendwo darauf achten, dass ich das in irgendeine bestimmte Richtung halte? Oder kann ich das einfach so? Einfach mal ausprobieren. Das okay. Mache ich bei meinen Klienten auch. Er geht direkt mit dem Mund vorne dran. Genau. Das klappt ja schon mal super. Andere, Mika. So, jetzt. Achtung. Und genau. Normalerweise beginnt jetzt die Arbeit. Genau. Und also hier steckt ganz viel drin. Auch Koordination bei Schlaganfallpatienten, die halt ihre Hand nicht mehr so gut bewegen können. Das steckt auch ganz viel drin. Mit Leckerchen reinführen. Und ja, und es ist ein Ritual für die Hunde, sehr wichtig. Genau, die beiden stehen schon hier ganz aufgeregt. Die wollen eigentlich weitermachen. So viel Zeit haben wir heute leider gar nicht. Ach ja, super, wie die zwei hören. Ganz tolle Hunde. Wir sind auch schon fast wieder am Ende der Zeit angelangt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihren Besuch hier. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Susanne Leumer, mit Ihren beiden Hunden. Und dass Sie uns sehr viel über die Ergotherapie und die tiergestützte Therapie heute erzählt haben. Dankeschön.